Elefanten und Menschen hatten in einem kleinen Dorf in Indien immer freundschaftlich zusammengelebt. Doch als eine Elefantenmutter anfing, sich seltsam zu verhalten, merkten die Bewohner, dass sie verärgert war und sogar weinte, als ob sie um Hilfe bitten würde. Sie beschlossen, ihr in die Wildnis zu folgen. Aber was sie dort entdeckten, war so schockierend, dass viele Menschen genauso verstört und verängstigt waren wie der Elefant. In dem kleinen Dorf Nimatand in Indien waren die Menschen daran gewöhnt, Elefanten zu sehen. Das Dorf lag tief im Elefantengebiet und so war es zu erwarten, dass sie hin und wieder auf diese riesigen Tiere treffen würden. Elefanten waren so alltäglich, dass die Dorfbewohner kaum mit der Wimper zuckten, wenn einer von ihnen über die Straße rumpelte oder neben einem Baum in der Nähe ihrer Häuser graste. Sie waren so alltäglich wie Katzen und Hunde in westlichen Ländern. Die Menschen versuchten, die Elefanten in Ruhe zu lassen. Sie wussten, dass das Dorf in deren Territorium lag, also versuchten sie, ihnen so wenig wie möglich in die Quere zu kommen, denn sie waren ja schon lange vor den Menschen da. Die Elefanten schienen mit dieser Regelung zufrieden zu sein und duldeten die Anwesenheit der Menschen. Realistisch betrachtet hatten sie keine andere Wahl, aber Elefanten sind kluge und emotional komplexe Tiere, die wissen, was das Beste für sie ist. Doch eines Tages bot sich den Bewohnern ein seltsamer Anblick. Ein weiblicher Elefant stand mitten auf der Straße, die aus dem Dorf hinausführt. Sie machte ziemlich viel Lärm und wedelte mit ihrem Rüssel herum, als wollte sie die Aufmerksamkeit der Leute erregen. Sie schlug nach Menschen, die versuchten, an ihr vorbeizukommen, und stampfte aus Frust mit ihren großen Füßen auf den Boden. Die Dorfbewohner hatten so etwas noch nie gesehen und das weckte natürlich ihr Interesse. Als die Leute näher kamen, bemerkten sie etwas Seltsames, etwas, das ihre Herzen mit Emotionen füllte. Der Elefant hatte Tränen in den Augen und die nassen Spuren auf seinem Gesicht zeigten, dass er schon eine ganze Weile geweint hatte. Sie war eindeutig in einer Art emotionaler Notlage, aber niemand wusste warum. Sie hatten keine Ahnung, wie sie helfen konnten. Zum Glück übernahm der Elefant das Kommando. Nachdem sich eine kleine Menschenmenge versammelt hatte, winkte sie mit ihrem Rüssel, als ob sie die Menschen einladen wollte, ihr zu folgen. Sie machte sich auf den Weg in die Wildnis und drehte sich alle paar Minuten um, um zu überprüfen, ob die Menschen ihr immer noch folgten. Zum Glück taten sie das. Sie waren zu sehr interessiert, was diesen armen Elefanten beunruhigte. Wenn sie irgendwie helfen konnten, dann taten sie es, als Dank dafür, dass die Elefanten sie in ihrem Dorf leben ließen. Schon bald führte der Dickhäuter sie zu einer Lichtung mit einem großen Brunnen, der das Land mit Wasser versorgte. Normalerweise hatte der Brunnen eine Klappe, aber die fehlte jetzt. Der Elefant stellte sich daneben und schaute hinunter. Was die Dorfbewohner sahen, schockierte sie und machte sie fast so wütend wie die Elefantenmutter. In dem Loch tief unter der Erde lag ein Elefantenbaby. Es war eindeutig das Kalb des größeren Elefanten. Das Baby muss hineingefallen und eingeklemmt worden sein. Zum Glück war das Wasser flach und der Elefant konnte seinen Rüssel über dem Wasser halten, damit er atmen konnte. Aber ohne menschliche Hilfe würde er dort unten sterben. Die Dorfbewohner reagierten schnell. Einige Männer rannten zurück ins Dorf, um das Tierrettungsteam zu alarmieren, und schon bald trafen die Experten mit Maschinen und Arbeitskräften ein, um dem verängstigten Baby zu helfen. Das Team stellte schnell fest, dass sie einen Bagger brauchten, um einen Kanal zu graben, aus dem das Baby entkommen konnte. Aber es gab ein Problem. Ein großer Sturm zog auf und brachte starken Regen mit sich. Wenn der Regen stark und anhaltend war, dann würde er Sturzfluten verursachen, die nicht nur die Rettungsbemühungen behindern, sondern auch den Wasserstand im Brunnen erhöhen würde. Selbst wenn er nur ein paar Zentimeter ansteigen würde, würde der Elefant kaum noch atmen können und schließlich womöglich ertrinken. Sie machten sich so schnell sie konnten an die Arbeit und gruben von Hand und mit rudimentären Werkzeugen, alles um einen Anfang zu machen, bis der Bagger auftauchte. Sie kamen nur langsam voran. Und als das Fahrzeug kam, hörten sie das Grollen eines fernen Donners. Währenddessen lief die Elefantenmutter nervös hin und her. Während das Team arbeitete, untersuchte eine Tierärztin das Kalb auf dem Grund des Brunnens. Sie sah, dass es durch den Sturz mehrere Schnitte am Körper hatte und befürchtete, dass diese sich infizieren könnten. Sie konnte eine antiseptische Creme auf die Verletzungen auftragen und obwohl es zweifellos brannte, wedelte das Elefantenbaby trotzdem mit seinem Rüssel, um die Behandlung zu würdigen. Zum Glück waren die Verletzungen nicht schlimmer. Es hätte noch viel tragischer enden können, wenn das Kalb auf der falschen Seite gelandet wäre.
Als der Bagger grub, lösten sich durch die Erschütterungen einige Ziegelsteine vom oberen Teil des Brunnens. Sie fielen hinein, aber das kluge und schlaue Baby bewegte seinen Körper weiter, um Verletzungen zu vermeiden. Die Arbeiter taten ihr Bestes, um die überschüssigen Ziegelsteine zu entfernen. Sie würden zweifellos große Schmerzen verursachen, wenn sie auf dem Kalb landeten. Plötzlich öffnete sich der Himmel und der Regen begann zu fallen. Er war heftig, so heftig wie schon lange nicht mehr, aber das heizte das Feuer nur noch mehr an und machte die Rettungsaktion noch dringlicher. Die Retter gruben und gruben, aber der trockene Dreck auf dem Boden begann sich in Schlamm zu verwandeln, der an den Schuhen und an den Raupen des Baggers klebte. Wenn die Maschine nicht mehr arbeiten würde, wäre das Spiel vorbei. Aber zum Glück ging es weiter. Nach einer weiteren Stunde Graben hatten sie endlich einen Kanal geschaffen, der zum Grund des Brunnens führte. Jetzt musste nur noch die Ziegelwand des Brunnens zerschlagen werden, damit das Elefantenbaby freikommen konnte. Der Bagger zog sich zum Fahrzeug zurück und die Bretter begannen, mit dem Hammer auf die Mauer zu hämmern und die Ziegel Stück für Stück abzutragen. Es kostete viel Mühe, aber schließlich wurden große Risse in der Mauer sichtbar. Die Elefantenmutter, die plötzlich die bevorstehende Befreiung ihres Kindes spürte, kam die Böschung hinunter und versuchte zu helfen, indem sie ihren Körper gegen die Mauer drückte und versuchte, sie aufzubrechen. Plötzlich fiel die Wand mit einem gewaltigen Krachen weg und gab ihr Baby frei. Aber es war noch nicht aus dem Schneider. Seine Mutter hatte die nasse und glitschige Böschung relativ leicht hinaufklettern können, aber das Kind mit seinen kleinen Beinchen hatte Mühe, aus dem neu gegrabenen Schmutzkanal herauszukommen. Der starke Regen und der Schlamm machten es noch schwieriger und seine Füße rutschten herum. Es brauchte die vereinten Anstrengungen von 5 starken Rettern, um ihn nach oben und zurück auf das flache Land zu schieben. Das Elefantenbaby rannte direkt zu seiner Mutter. Diese streichelte ihr Kind mit dem Rüssel und machte laute Geräusche, um es zu feiern. Ihr Glück war offensichtlich. Der Tierarzt untersuchte es genauer und verabreichte ihm ein Medikament, das gegen die Schmerzen helfen sollte. Ansonsten war das Baby in bester Verfassung, nur ein bisschen durchgeschüttelt und zerkratzt. Die Retter jubelten und feierten, als sie sahen, wie Mutter und Sohn sich umdrehten und langsam in den Regen und die Wildnis davonliefen. Doch bevor sie ganz weggingen, drehte sich die Mutter um und schaute jedem der Menschen in die Augen, als wolle sie sich bedanken. Wenn der Regen nicht wäre, hätten sie gesehen, wie ihnen Tränen aus den Augen fielen, Tränen des Glücks und der Erleichterung. Sie hatten dem Elefanten das Leben gerettet und das würden sie oder vor allem die Mutter nie vergessen. Ab und zu kamen die Mutter und ihr Baby ins Dorf und beobachteten einfach nur die Welt. Sie waren keine Bedrohung für die Menschen und schienen es zu genießen, unter Menschen zu sein. Niemand konnte sich je sicher sein, aber sie glaubten, dass die Mutter und ihr Kind da waren, um den Menschen im Dorf Niematand ihre Anerkennung dafür zu zeigen, was sie an diesem Tag getan hatten. Jetzt bist du an der Reihe. Was hältst du von dieser besonderen Geschichte? Wie hättest du reagiert, wenn du die verstörte Elefantenmutter bemerkt hättest? Wir freuen uns auf deine Gedanken unten in den Kommentaren.